Hallo zusammen und willkommen im Jahr 2020. Wir haben es geschafft. Es ist jetzt das neue Jahr und es hat angefangen, es hat begonnen. Und ihr wundert euch vielleicht, warum es jetzt erst wieder ein Video von mir gibt. Ganz einfach, ich habe mir Urlaub genommen. Und zwar war ich ja über Weihnachten bei meiner Familie. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch gerne auf dem i. Jetzt, glaube ich, sind sie in dieser Ecke hier. Da habe ich 3 Tage lang mitgefilmt, was so um Weihnachten rum alles bei uns zu Hause passiert. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht findet ihr das Video auch gut. Ihr dürft mir gerne mal einen Kommentar dazu hinterlassen. Nun ja, auf jeden Fall hatte ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr vielleicht mein Weihnachts- bzw. Christmas-Make-up, Augen-Make-up sehen wollt, wie ich das schminke. Zumindest möchte ich euch jetzt, ohne weiter drumherum zu reden, meinen Christmas-Look schminken und alles, was ich dafür benutzt habe, war die From Santa With Love Palette und eine Mischung aus diesen beiden Liquid Eyeshadows. Und zwar ist das einmal hier der Metal Shock Eyeshadow von Essence ebenfalls und hier nochmal den Liquid Metal Eyeshadow Cream von Catrice. Allerdings, ich habe, glaube ich, den aufgetragen und fand ihn nicht ganz so gut. Deshalb lassen wir den vielleicht heute weg. Also original hatte ich den mit drunter gemischt, aber ich fand das hier einfach besser. Ihr könnt das nehmen, wie ihr wollt. Ich werde ihn jetzt dieses Mal weglassen, weil wie gesagt, als ich den Look dann geschminkt habe, habe ich gedacht, so, hättest du auch sein lassen können. Aber ja, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Und wie letztes Jahr auch, kommt ihr wieder ein Stückchen näher. Ihr könnt es sehen, ich habe bereits ein bisschen Mascara aufgetragen und meine Augenbrauen schon mal so ein bisschen verpusht. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, denn wir werden unseren ganz heiß begehrten, wir werden unseren Revival Young Eyeshadow Primer nehmen. Leute, ganz traurige Nachricht für das Jahr 2020. Revival Young wird uns verlassen aus der Tee, also die Theke wird platt gemacht. Momentan gibt es 50% auf alles. Also, wenn ihr noch was haben wollt, rennt jetzt zu eurem Rossmann, wirklich. Falls nicht schon alles vergriffen ist. Also, ich war heute noch mal kurz in einem Rossmann und da war eigentlich schon so ziemlich alles außer Nagellacke abgegrast. Ich war schockiert, denn ich habe ja eigentlich mich mit der Marke jetzt auseinandersetzen wollen und jetzt nehmen sie sie einfach aus dem Sortiment. Rossmann, was ist los mit euch? Ich bin mal echt gespannt, was für eine Marke nachziehen wird, denn es steht zwar da, dass es bald eine neue Lieblingsmarke geben wird. Allerdings habe ich die Vermutung, dass Hypoallergenik einziehen wird. Aber ich hoffe nicht, dass es das sein wird. Weil ich hätte gerne wieder eine Rossmann-Eigenmarke. Eine neue, frische, Jugendliche und bitte, bitte Rossmann, ihr wisst ja, die hier nochmal rausbringen, bitte. Jetzt fangen wir an, unser Mein Lid zu setten. Und dafür benutze ich einen ganz einfachen, schlichten Lidschattenpinsel. Und ich werde nun in diese helle Farbe hier gehen. Und nicht direkt und also über dem Wimpernkranz auftragen, sondern im Prinzip das bewegliche Lid freilassen und nur hier oben in der Lidfalte setten und drüber. Das erleichtert uns gleich das Verblenden von den anderen Farben. Okay, das ist gesettet. Jetzt werde ich einen fluffigen Pinsel nehmen. Sowas. Und ihr seht schon, der war auch schon in dem Rosa drin. Das ist dieses Mauve-Rosé über dem lila Ton. Und das gebe ich mir jetzt über die Lidfalte, in die Lidfalte. Einfach, das muss hier richtig schön in der Lidfalte rumgeblendet werden. Vielleicht gesehen, ich habe es ein paar Mal aufgebaut und immer wieder verblendet, also auch schön bis nach oben verblendet,
und damit haben wir schon mal unsere Base. Jetzt gehe ich in den Ton nebendran, das ist das dunklere Brombeer, und gebe das ebenfalls in die Lidfalte. Das sollte jetzt auch ziemlich präzise, ne, was heißt präzise, ziemlich genau in der Lidfalte rumgeschmiert werden, dass es da am dunkelsten ist. Und damit haben wir schon mal die Basis erledigt. Easy as that. Jetzt kommt der spannende Teil und das war wirklich ein, sag ich mal, Experiment für mich. Denn ich habe eine Cut Crease gezogen und ihr wisst ja, für mich ist Cut Crease immer so eine Sache. Ich habe dafür auch witzigerweise so einen Lippenpinsel benutzt. Und meinen Concealer, das gebe ich mir dann hier so auf den Handrücken so ein bisschen. Und ziehe mir jetzt eine Cut Crease. Und ich sage euch eins, das war jetzt schon der schwierigste Teil für mich zumindest. Falls ihr die Cut Crease Profis seid, dann ist dieser ganze Make-up-Look easy peasy für euch. Ich habe hier ein bisschen an der Seite gepatzt, deshalb werde ich hier jetzt gerade nochmal ein bisschen blenden. Das war keine gute Idee, egal. Wieder in unsere wundervolle Palette und greifen uns diesen Goldton, der eigentlich mehr so bronzig ist. Aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Wir packen uns das hier aufs Lid und füllen damit unser bewegliches Lid auf. Und jetzt könnt ihr sehen, warum es nicht ganz so super wichtig war, die Cut Crease mega präzise zu machen. Denn es verschwimmt sowieso ein bisschen in unseren Roséton. Jetzt nehme ich einen präzisen Blenderpinsel. Das ist wirklich ein recht festgebundener Pinsel. Und werde jetzt nochmal in diesen Brombeerton hier gehen. Und werde den jetzt einfach genau über der Cut Crease nochmal zum Verdunkeln hinsetzen. Damit sieht es wieder so aus, als hätten wir hier wirklich eine schärfere Kante bzw. mehr Dimension, dadurch, dass wir hier den hellen Ton haben und oben wird es einmal dunkler und dann wieder heller. Das vertieft einfach unser Auge und wir schaffen damit, sage ich mal, eine Illusion. Für Leute, die so krasse Schlupflider haben wie ich, you are welcome. Um das Ganze natürlich jetzt noch zu verstärken, werden wir jetzt einfach nochmal mit dem hellsten Ton hier das oben aussoften. Macht einfach, finde ich, einen schöneren Übergang. Könnt ihr natürlich alles selber entscheiden. Jetzt sind wir fast schon fertig, wirklich. Es ist wirklich echt nicht schwer, wie ihr seht. Für den extra Bling gehen wir jetzt hier in diesen Ton hier. War das der? Ja, ich glaube schon. Genau, der ist nämlich nicht ganz so stark pigmentiert und den geben wir jetzt hier, wo wir gerade ausgesoftet haben, drüber, dass wir ein bisschen so Schimmerpartikel haben. Das ist ja wie so eine Art Topper. Alles klar. Das untere Lid darf natürlich nicht fehlen. Jetzt werde ich gerade noch mal kurz mit meinem Fanbrush den Fallout ein bisschen wegfegen. Ich werde jetzt dafür diesen helleren Ton benutzen.
jetzt können wir nochmal mit dem dunkleren Ton die äußere Seite dunkler machen. Auch wirklich nur im äußeren Drittel bleiben. Nochmal in diesen Bronze-Goldton gehen, den wir für unser bewegliches Lid genommen haben, und es mir in dieses äußere Drittel hier nochmal aufgegeben. Ihr braucht da jetzt nicht so viel machen, denn wir werden gleich mit dem Liquid Eyeshadow nochmal dran gehen. Mit der Palette sind wir jetzt erstmal durch. Jetzt kommt der spaßige Teil, und zwar jetzt war ich einmal hier mit dem hier drüber gegangen. Ich werde jetzt hier mit Essence weitermachen, also mit dem Metal Eyeshadow in Gold, und tupfe mir das jetzt auf mein Lid auf. So, und dann nehme ich einfach meinen Finger und blende das so ein bisschen aus, kann man das so sagen? Und last but not in den Winkel. Kann heute nicht sprechen. Hab's schon wieder verlernt, vor der Kamera zu sprechen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist der fertige Look. Also, was Lidschatten angeht. Ich werde mir jetzt noch Eyeliner ziehen, die unteren Wimpern tuschen und Wimpern aufkleben oder beziehungsweise mit Magneten festmachen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, um den Look ganz zu genießen. Und das ist der fertige Look. Ihr seht, es war wirklich super easy. Und ich blende euch das jetzt hier auch nochmal ein. Das war mein Original. Also ich bin immer sehr spontan, was so Make-up angeht. Ich mache mir kurz so ein Farbschema, was möchte ich drin haben. Und mir war klar, ich habe ein pinkes Kleid an, also möchte ich pink. Und ich hatte goldene Nägel, also wollte ich noch irgendwas Goldenes mit dabei haben. Dann hatte ich noch diese super coole goldene Schleife und die hat das Ganze dann irgendwie abgerundet. Ich fand das mega, mega schön. Mir hat das so gut gefallen. Es tat auch richtig weh, das wieder abzuschminken. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet. Ihr dürft auch gerne meinen Instagram-Post kommentieren oder liken, wenn euch das lieber ist. Und damit ist dieses Video auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und jetzt möchte ich euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Ich weiß, das ist so das typische YouTuber-Gelaber zum Schluss, aber ich möchte dieses Jahr die 10.000 erreichen. Ich weiß, das ist ein sportliches Ziel, aber ich bin mir sicher, dass unsere Flamazing Family das schafft. Wenn du also noch kein Mitglied unserer Flamingo-Familie bist, dann klick doch auf diesen kleinen süßen roten Button unten, da steht Abonnieren drauf. Das ist hundertprozentig kostenlos, das kostet dich wirklich nichts, aber für mich bedeutet das wirklich die Welt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn du vorbeikommst, auch ohne Abo. Also das Abonnieren zeigt mir einfach nur, dass ihr das gut findet, was ich mache. Und dann würde ich sagen, wie immer oder wie schon 2019, hier dürft ihr mich jetzt kostenlos abonnieren. Und auf dieser Seite findet ihr zwei weitere Videos. Eins davon ist nur für dich. Nur für dich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit einschalten würdest oder beziehungsweise vorbeischauen würdest. Dann sehen wir uns da. Bis dann.